Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars Battlefront. Eigentlich wollte ich ein 40-Modi-Spiel machen, also mit 40 Leuten. Mit 40 Leuten. Genau, 40-Modi-Leuten-Spiel. Irgendwie so, was weiß ich. Wollte ich eigentlich machen, aber da habe ich keins gefunden. Frag mich bitte nicht warum. Jetzt spielen wir das Kleine. Holt die Fracht. Verteidigen. Wieso haben wir sie. Okay. Holen. Der ist tot. Ach so, ja, okay. Okay, ich muss erstmal wieder reinkommen, wie jedes Mal, weil ich meistens, keine Ahnung, warum ich immer nur ein paar Folgen am Stück mache. So wenig. Aber ich werde da schon irgendwie reinkommen. Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum wir diese kleine Pistole haben. Die Rebellen haben ihre Fracht in Sicherheit gebracht. Greift an und holt sie euch. Das Rebellenrad hat die Frachtkiste erbeutet. Für nichts ist sie. Ja, schön. Genau, ich weiß nicht, warum wir die kleine Pistole haben, aber das hat bestimmt irgendeinen Grund. Ich meine, wegen einem Huttenauftrag oder so. Annäherungsbombe. Das ist geil. Die werde ich jetzt nämlich. Schön, da hatte jemand dieselbe Idee wie ich. Ah, ist das geil. Möp. Patunga! Bitte stirb. Entschuldigung. Ich bin so schadenfreudig. Patunga! Irgendwie bin ich gerade echt. Schlecht. Ach, der schon wieder. Ich glaube, ich werde. Ach so. Wegen Blaster Kill. Blaster Pistole, Blaster Gewehr, Blaster Gewehr, schwerer Blaster, Blaster. Blaster Pistole. Ach, ich weiß jetzt, warum wir das wieder haben. Piep, piep, piep. Habe ich überhaupt schon irgendjemanden getötet? Feindliche Einheiten im Bunker. Im Bunker. Unsere Fracht ist wieder in der Basis. Unsere Fracht ist wieder in der Basis. Ah ja, genau deswegen brauchen wir das. Wisst ihr jetzt warum? Ach, der hat so ein Schrotzenvieh. Könnte ich eigentlich mal auch ausprobieren, aber ich stehe da eigentlich nicht so drauf. Natürlich übertreiben war. Mit einer Rakete renn ich durch den Bunker. Mit einer Rakete fühle ich mich wie Batunga. Mit einer Rakete bin Wir ich auch cool. Gute mit einer Rakete meine Stimme ist schwul. Okay, das klang jetzt echt komisch. Mit einer Rakete. Oder eine Blasterpistole.
Wir haben die Frucht. Patunga! Ist gesichert. Bringt sie unversehrt zur Basis zurück. Oh, schön. Batunka. Ach, der hat die gleiche Idee gehabt wie ich. Ja. Meins. Ich finde hier irgendwie nur Umgebungsbomben. Soll nicht heißen, dass das schlecht ist. Aber irgendwie. Und Kartenerneuerung. Ganz, ganz wichtig. Wo ich ja super drauf stehe, auf Kartenerneuerung. Der Feind hat seine Frachtkiste in seine Basis gebracht. Seine Frachtkiste, ja. Meins. Ja. Ja, der Schneemann. Boah, ernsthaft. Patunga. Wir gehen hier rechts rum. Oh, dich nehme ich noch mit. Tja. Ach, ey, ich hasse die mit ihrer Scheißdingens. Ich meine, könnte ich mir natürlich auch holen, aber will ich nicht. Ups. Ach, wir führen sogar. Ist ja lustig. Die Fracht ist in unserer Hand. Verteidigt sie. Oh, 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 oh. Schafft er das? Dieser, Chris Loki irgendwas. Hui. Da, dich will ich haben. Danke. Ein Suchdruide für mich ganz allein in der Höhle. Kriege ich ein hartes Bein? Was? Oh, Kontaktgranate. Und ich habe gedacht, das wäre ein Thermal-Imploder. Da wäre es ja nicht schlimm, wenn ich drauf zugerannt wäre. Ärgerlich. Schon wieder eine Kontaktgranate. Ach Mist. Der Schneemann wieder. Der Schneemann mit seinen ganzen Minen, ey. Tja, ich werde mal wieder eine Kontaktgranate platzieren. Und zwar da. Dann nehme ich mir den hier. Und habe einen Thermal-Imploder. Ah ja, okay. Wir haben die Fracht erbeutet. Bringt sie unversehrt zur Basis zurück. Wir haben die Fracht erbeutet. Oh, 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 oh. Hilfe. Ja, sich eigentlich nicht gelohnt, den Thermal im Tor zu schmeißen, ne? Oh.
Oh, wir sind uns jetzt, glaube ich, gut aus dem Weg gegangen. Ach, der mit seinem Scheiß. Ach, ich will auch so ein Teil. Also eigentlich will ich es nicht. Aber regt mich auf, dass man von solchen Pisswaffen jedes Mal einen auf den Deckel bekommt. Piu, 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 piu. Lass mich mal vorbei, danke. Chewbacca! Hab ich den nicht geholt? Ach, ey. Das ist ein Dreck. Ich glaube, ich hatte schon lange keinen Kill mehr, ne? Der Bunker ist voller Verräter. Klingt ja fast wie im Zweiten Weltkrieg. Die Frachtkiste ist in Feindeshand. Die Allianz hat ihre Fracht zur Basis zurückgebracht. Tja, da verscheißert er sich weg. Und? Wo bist du? Wo bist du? Ist der tot? Der hat sich jetzt aber nicht selber getötet, oder? Okay, säubern wir diesen Bunker von Rebellen. Boah. Okay, der wird von wem anderen gesnackt? Ich snacke Rita hier lang. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Alter, was passiert hier? Schön war das jetzt. Steh mittendrin, keiner sieht mich. Ich so, wum, 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 wum. Ah, geil. Das finde ich gerade ein bisschen lustig. Ja, wir machen noch eine Folge, ne? Mann, mich regt das immer noch auf, dass hier keine Mucke ist. Also... Ich muss ja die Mucke ausstellen, weil sonst von YouTube die Folgen geblockt werden. Zumindest war es bei einer Folge der Fall und da habe ich keinen Bock drauf, dass das nochmal passiert. Och, ey. Haben wir jetzt einen Hundenauftrag komplett fertig oder hatten wir nur einen Teil von dem Hundenauftrag komplett fertig? Ja, 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 ja. Ein Teil. 30 Kills im Modusgefecht und das andere habe ich nicht gesehen. Wisst ihr was? Wir machen nochmal Gefecht. Beenden, ja. Eine Runde Gefecht machen wir noch. In dieser Folge. Nein. Da. Gefecht. Gucken, ob das klappt. Und. Ja. Super. Ah, geil. Die Map hatte ich schon lange nicht mehr. Die finde ich ganz cool eigentlich. Die finde ich eigentlich richtig cool. Am besten noch einmal Freischaltung Hutten. Was haben wir denn jetzt am Laufen? Einsatzpunkte. Gefecht mit Pistolen. Okay, da brauchen wir auch Pistole. Wir nehmen hier auch ruhig Scout. Scout ist ganz gut. Okay, das Match hat gerade eben erst angefangen. Das ist schon mal super. Ach ja. Ach ja, ach ja, schön. Klar, dass ich meine Lieblingswaffe nicht nehmen kann. Und leider eine Pistole nehmen muss, aber ist ja... YOLO. Können wir ja bald wieder. Wenn wir den Hutenauftrag fertig haben, dann können wir wieder die... die andere Waffe nehmen. Oh, 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 oh. Reißt euch zusammen. Oh, 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 oh. Wir müssen die Rebellen zurückschlagen. Ups.
komm, leck mich. Oh nein, Gott, ich muss niesen. Das ist nicht cool. Ah, ich hasse Heuschnupfen. Hat einer von euch. Oh, 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 oh. Schon wieder so ein Kackpratzenvieh. Das regt mich echt auf. Hm. Ich probiere es natürlich ein bisschen taktischer zu spielen. Aber ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Was war das denn? Cool. Das plätschert sogar. Ein Kill, drei Verluste. Yeah. Geiler Scheiß. Wir gehen rechts rum, falls es möglich ist. Hat der schon wieder so ein Kackvieh? Laufen die damit nur noch rum irgendwie? Ich meine, Schrotflinten sind ja geil, aber boah, ich weiß nicht. Oh, das ist nicht gut. Na, wenigstens hatte der keine Schrotflinte. Was? Wie? Vom Feind erfasst. Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott. Was machen die denn da? Ach, scheiße, da kommt er auch noch von hinten. Das ist doch auch eine Pistole, die haben wir da auch. Wieso spielen wir nicht damit? Da. Blasterpistole. Besser. Noch ein Vollhorst. Ein richtiger Vollhorst bin ich. Komm, den will ich. Geh weg, geh weg. Meiner. Ich glaube... Ich werde es nochmal probieren, mit der Musik einzuschalten bei der nächsten Folge, weil ich finde es doch ein bisschen. Bisschen ruhig. Um ehrlich zu sein. Oh mein Gott. Wie viele Leute sind da gerade auf der Karte? Ist nicht gut. Alter. Alter, Alter, Alter. Meine Fresse. Hallo? Ich sehe keinen. Sind die alle unten? Meiner. Ha, den habe ich auch noch. Okay, jetzt läuft. Jetzt läuft. Ach so. Ich verstehe. Meine Sprints wurden die ganze Zeit auf den Scanner des Gegners angezeigt. Ah, und erst wenn ich das Merkmal freigeschaltet habe, dann nicht mehr. Okay. Okay, okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich leider wirklich nicht. Oh, war knapp. Jetzt ist er über uns, oder was? Hm. Nicht schlecht. Naja. Irgendwie ist das, der interessanteste Kampf ist eigentlich hier, finde ich. Okay, das
heißt, da ist jemand. Und hier ist auch jemand. Okay, da unten. Tot. Hm. Ist nicht ganz so easy. Oh nein, oh nein, oh nein. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, 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 oh. Na, das war knapp. Hm. Wir gehen hier herum. War ich hier schon mal? Wo bin ich hier denn? Ah ja. So, dann gehen wir mal hier raus. Hatten wir schon mal Stufe 2 freigeschaltet? Von dem Scout? Ich glaube nicht, ne? Da hatten wir noch nie die Stufe 2 freigeschaltet. Oh, so lange Gänge sind immer kacke. Tot. Tot, tot, tot. Man merkt vielleicht, dass ich weniger quassel. Das liegt daran, wenn ich konzentrierter bin, dann quassel ich halt weniger. Och, da hat er mich noch mitgenommen. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Okay, hier ist ein Gefecht. Im Modus Gefecht. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Ach, ey, jedes Mal. Ich benutze diese Kackfähigkeit nie. Und jedes Mal, wenn ich die benutze, ne? Dann kommt da irgend so ein Idiot. Niederlage. Ja, wow. Hm, toll. Egal. War ja eine ganz witzige Runde. Wenigstens habe ich mehr Kills als Verluste. Obwohl 10 Verluste schon echt hart ist. Guck mal, der erste 14 Verluste. Wow. Der Paton Patapon. Pato Patapon. Ah ja. Okay. Ich würde sagen, das war's. Bis zur nächsten Folge. Oder Aufnahme, weil ich muss die Aufnahme leider jetzt schon beenden, weil ich nämlich gleich noch zur Arbeit muss. 9 Kills noch, das ist cool. Und hier Einsatzzielpunkte. Okay. Ah ja, okay. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.